Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda. Ja, es geht weiter mit Tulin. Wir sind immer noch auf dem Weg hier nach oben zu kommen. Und bin gespannt, was uns alles für Gefahren hier oben erwarten. Wir sollen ja den Schneesturm... Wir sollen ja den Schneesturm etwas genauer unter die Lupe nehmen. So, guck mal, der ist runtergefallen, das stört uns nicht. Hier sollten wir theoretisch gesehen mit dem Deckensprung weiterkommen, oder? Auch nicht. Sollen wir echt klettern? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, dass wir hier nach oben klettern müssen. Weil das wäre schon echt krass. Wenn wir hier wirklich klettern müssten. Aber einen anderen Weg sehe ich jetzt nicht. Das mit dem Okay. Das ging ja. Vielleicht können wir aber hier mit dem Deckensprung nach oben kommen. Jawohl, das klappt schon etwas besser. So, wo müssen wir denn hin? Dort oben sind wieder so eine Flatterviecher. Ich muss ja scheinbar dorthin. Oh, die können Schneebälle werfen. Die können Schnee... Oh, das sieht so cool aus. Aber eigentlich will ich ja eure... Eigentlich will ich eure Sachen... Aber die... Ja, rutschen den Berg nach unten. Oh, da oben ist ein Schrein. Oben ist ein Schrein gewesen. Link, was machst denn du? Ach, du hast keine Energie. Und auf wen schießt du? Okay, du schießt dort runter, Tulin. Ist in Ordnung. Komm schon weiter hier nach oben. Wir wollen mal hier drauf schauen. Oh. Der Schrein ist da oben, aber ich vermute mal ganz stark, dass ich da auch hinkomme. Wer bist du denn? Hack! Okay. Wenn man bloß erforschen könnte, was im Inneren dieses gewaltigen Schneesturms steckt. Hm? Na, was ist das denn, der kleine Tulin? Ich war so in Gedanken verloren, dass ich dich gar nicht bemerkt habe. Aber Moment, wenn du hier bist, dann heißt das ja... Und ob? Ich darf hoch. Hat man mir erlaubt. Wusste ich doch gleich, du bist genau der Richtige für den Einsatz, gar kein Zweifel möglich. Alle sind ganz gespannt von deiner tollen Technik, mit der du Windstöße erzeugen kannst. Du bist womöglich der einzige Orni, der es durch die Wolke schafft und die Wahrheit hinter dem Sturm finden kann. Gib dein bestes Jahr und bleib hier und ich wünsche dir sehr viel Glück. Dankeschön, Link und ich, wir kriegen das hin, versprochen. Das werden wir aber schaffen, denke ich mal. Und dort unten ist auch ein Turm. Okay. Okay, das ging relativ schnell, mein Lieber. Muss ich schauen, wie ich hier nach oben komme. So, hier geht's nach oben. Einmal durch die Wände. Oh, das war knapp, aber es hat geklappt. Okay, warte mal. Wo hier bin ich? Bin ich ein bisschen falsch? Obwohl, warte mal. Hier komme ich.
Hier komme ich weiter nach oben. Sehr cool. Mal schauen. Also den Turm möchte ich definitiv erforschen. Das Problem ist, ich würde erst gerne den Schrein hier oben aktivieren, damit wir dann uns immer wieder her teleportieren können. Dann können wir nämlich auch den Turm, oder haben wir den Turm schon erforscht? Was ist das für ein Turm? Nee, den haben wir noch, nämlich noch nicht erforscht. Der ist noch etwas weiter weg. Okay, warte mal, da komme ich nicht hin. Aber da komme ich dann darüber, okay. Gibt's aber auch nicht noch eine Truhe oder irgend sowas. Und da komme ich dann ganz nach oben, ja. Hier brauche ich ja nicht mal Tulins Hilfe. So, einmal hier durch. Das ist so cool gemacht. Das ist so cool gemacht, aber man muss halt die Fähigkeiten auch gut einsetzen, ne? So, Himmelsleiterinseln. Okay, dort ist der Schrein. Und dort wäre der Turm. Der ist natürlich noch ein ganz schönes Stückchen weg. Ich werde mal... Nee. Ich werde mal das dorthin setzen. Okay, ich hoffe ja mal, dass es hier oben nicht... Link! Ich habe Prinzessin Zelda irgendwo gesehen, aber jetzt ist sie weg. Hä? Das kann das sein? Was ist denn das? Das ist ein Schiff, ja? Das, ihr habt doch so ein Lied von der Himmelsarche. Warte mal, ist dort oben irgendwas? Oder bin ich von da gekommen? Könnte von da gekommen sein, ne? Aber der Schneesturm wird schlimmer. Hey, warte! Sieh dir das an! Das ist dein Schiff? Hä? Was war das denn gerade für eine Stimme? Kam sie von irgendwo da oben? Oh mein Gott, was ist das? Das ist doch die Himmelsarche, oder? Oh, sieh mal, dort oben in den Wolken. So riesig, ist das etwa ein Schiff? Da sind auch jede Menge dieser kleinen Boote. Das ist ja wie... mit vereinter Kraft wurden Boote gebaut und den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte der Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Arche senden. Dieses Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlte in Glück. Das Lied von der Himmelsarche. Genau, das ist wie im Kinderlied. Du hast die seltsame Stimme auch gehört, nicht wahr, Link? Sie hat komm zu mir gesagt, da bin ich ganz sicher. Als würde sie uns nach oben rufen. Es scheint es jedenfalls keine Hinweise zu geben, wo Prinzessin Zelda stecken könnte. Vielleicht hat sie sich auf den Weg hoch zu diesem Schiff gemacht. Wie dem auch sei, auf nach oben, Link. Ja, auf nach oben, Tulin. Aber als erstes mal definitiv diesen Schrein erkunden. Oh mein Gott, okay. Da kann man garantiert nach unten fallen. Da könnte auch wieder ein Schiff sein, aber ich würde trotzdem erst diesen Schrein nehmen.
Den Maya um Kisa schreien. Den machen wir definitiv in der Folge jetzt hier noch. Und da bin ich gespannt. Oh, hier ist dieser riesige Sturm. Ich denke mal, hier wird es wieder unseren ersten Boss geben. Und dann bekommen wir wahrscheinlich eine Fähigkeit. Springender Punkt. Springender Punkt heißt das. Okay. Das heißt springender Punkt. Bitteschön, soll ich hier nach oben kommen? Ist hier irgendwas? Oh, hier komme ich auch nicht nach oben. Ich müsste ja hier durchkommen. Ach, Moment, das ist doch ein Schalter, oder? Ja, das ist ein Schalter. Sehr schön. Da muss man erstmal drauf kommen. Okay, springender Punkt. Das heißt, wir dürfen uns hier von Schiff zu Schiff arbeiten, um nach oben zu kommen und... Okay. So, einmal das Parasegel ausbreiten. Okay, die Dinger liegen jetzt dort unten. Den hat's total entschärft, diesen Roboter. Aber ist in Ordnung, kann ich mit leben. Und dort hinten könnte die Truhe sein. Müssen wir erstmal schauen, wie wir hier. Beziehungsweise, wo wir hier weiterkommen. Ja. Da hinten ist definitiv die Truhe. Ich hoffe doch mal, dass ich das schaffe hier. Bis hier rauf. Ah, das sieht gut aus. Ja. Und da haben wir auch die Truhe. Was befindet sich hier drinnen? 10 Holzpfeile. Okay, kommen wir auch so hier rüber? Ja, wir kommen auch so ganz normal hier rüber. Gut. Okay, dann würde ich sagen, einmal hier unten rein, ne? Oh, das ist noch zu. Okay, Moment, da ist irgendwo ein Schalter, denke ich mal. Warte mal, der könnte hier oben drinne sein. Nein! Oh Mist, oh Mist. Oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist. Ich muss ganz am Anfang zurück, aber ich möchte hier nicht abstürzen. Na gut, dann sammeln wir noch die Bauteile ein. Das wollte ich ja sowieso, ne? Ich wollte das ja sowieso. Eieieiei. Das war nicht so gut. Wie gesagt, da muss irgendwo ein Schalter sein, um das zu aktivieren. Die Frage ist natürlich, wo ist der? Es könnte eigentlich nur der da drinne sein. Ja. Ja. Damit haben wir dann die Tür geöffnet, jawohl, und kommen dann auch weiter nach. OP.
haben. Hui. So. Ja gut. Da ist das Ende des Schreins. Oh, ich muss von vorne ran. Sehr gut. Da ist König Rauru. O Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Nimm dieses Segenslicht. Das wäre wieder ein neues Herzchen. Sehr schön. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Entweder ein Herz oder mehr Ausdauer. Je nachdem. Die Frage ist jetzt, wollen wir noch zu dem Turm gehen? Weil theoretisch gesehen könnten wir den von hier oben erreichen. Weil ich habe ja jetzt den Schrein bekommen, ja eigentlich immer wieder... Wir kommen ja eigentlich immer wieder dahin. Ich kann es ja mal probieren. Notfalls kann ich mich ja zu dem... Notfalls kann ich mich ja wieder zu dem Schrein teleportieren lassen. Da ist noch so ein Zeichen. Vielleicht sollte ich hier nochmal zwischenlanden. Aber hier oben könnte auch ein Krog sein. Oder? Nee. So, ich würde sagen, von hier sollten wir den Turm theoretisch gesehen erreichen können. Da können wir nämlich ein ganz schönes großes... Gebiet erreichen. Ja, den Turm nehmen wir uns auf jeden Fall mit. So, sehr gut. Da haben wir einen Turm im Tsuzuki-Schneefeld. Wunderbar. Einmal öffnen. Einmal aktivieren. Und dann geht's ab nach oben. Vielleicht sehen wir auch den ein oder anderen Schrein noch, den wir uns definitiv dann markieren können. So, dann breite mal bitte deine Arme aus. Und dann scan mal die Karte. Da haben wir es. Wunderbar. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Ja, sehr schön. Oh, da hinten ist ein Labyrinth, oder? Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Und hier sind auch noch ein paar Inseln, die wir theoretisch gesehen jetzt auch erreichen können. Die Frage ist natürlich, was befindet sich auf den Inseln hier? Archipel von Osthebra. Okay, ein Archipel. Wir haben Energie. Energiequelle, eine Steuereinheit. Okay, gut. Können wir ja bewegen, theoretisch gesehen. Mit der Steuereinheit, den Batterien, kommen wir hier wahrscheinlich auch durch. Okay, die Frage ist, muss ich eigentlich von den Dingern auch Fotos machen? Nee, aber von den Robotern auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, dieses Archipel erkunden wir etwas später. Wir gehen jetzt erstmal zu diesem Schrein zurück und machen mit der Hauptstory weiter. Denn wenn der Schneesturm weg ist, dann haben wir einen besseren Überblick und
Ja, sehen auch das eine oder andere, was sich auf der Karte bzw. unter dem Schneesturm verbirgt. Gut, den Schrein haben wir. Da geht's weiter nach oben. Das Ding kann man wahrscheinlich kaputt machen. Und da gibt es gar nichts außer eine Truhe. Mit Holzpfeilen. Okay. Holzpfeile haben wir mittlerweile richtig viele. Oh, das war knapp. Was gibt es denn aber hier unten noch? Gute Frage. Und dort drüben ist ein Wächter. Ach, Wächter nicht, das ist ein Roboter. So, warte mal, vielleicht sollte ich eine andere Waffe einsetzen. So, das geht auf jeden Fall einfacher. Ach Mist. Dadurch, dass das hier so schräg ist, rutscht das alles runter. So, gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier nach drüben weiter. Warte mal, ist da ein Krog? Okay. Okay. Nein. Ach, nicht gut. Nicht gut, echt nicht gut. Ich möchte nicht den ganzen Weg nach unten wieder, deswegen ja, noch mal einmal zum Schrein zurück. Meine Güte. Ich finde es gut, dass die Karte hier anzeigt, von welchem Schrein bzw. von welcher Gegend wir uns wohin teleportieren. So. Ja, wirklich ein guter Wind. Warte mal, hier unten könnte. Nee. Da unten ist nichts. Und Link kann Vorsprünge nach oben klettern. Das ist natürlich auch nicht so verkehrt. So. Bevor ich da hochgehe, schauen wir uns natürlich den Krog an. Möchte ich nämlich gerne haben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war schlechter als vorhin. Aber sollte alles klappen. Wunderbar. Hat diesmal definitiv besser gepasst als der Weg vorher. Ich will mich nur gucken, wie ich hier zurückkomme. Okay, Moment. Hier komme ich nach oben. So. Es wäre ja auch schlimm, wenn man hier nicht den Weg zurückkommen könnte, wenn man sich den Krog holt. Dann hätte man sich wieder zu dem Schrein teleportieren lassen müssen. Ach so, okay. Wir sind ja beim Schrein. Alles klar. Gut, dann jetzt nicht nochmal den Krog, sondern weiter nach oben. Ich lass dich machen, Tulin. Alles kein Problem.
Könnte aber mal wieder ein bisschen schönere Musik spielen, oder? So. Einmal hier nach oben, sehr gut. Und hier rüber. Oh, da sind wieder Gegner. Aber an die könnte ich theoretisch gesehen... einfach vorbei. Konstruktorbogen nehme ich mit. Ja, Bogentasche ist voll. Alles klar. Na ja, gut, die sind doch nach unten gefallen. Hm, was ist da drüben? Da könnte ich mir einen weiteren Eiszapfen holen. Dann könnte ich da nach oben. Aber hier ist wahrscheinlich auch noch irgendwas. Röstlinge. Okay, das sind Kisten. Hier könnte ich definitiv nach oben. Und da drüben... ne, warte mal. Ich gehe am besten... ah, hier geht's nicht. Aber ich denke mal, wenn ich hier hochklettere, sollte es ausreichen. Nee, immer noch nicht. Ja, jetzt geht's. Okay. Da hat nur noch ein bisschen Höhe gefehlt, damit wir da weiterkommen. Gut. Da ist nichts da. Wir müssen irgendwie da nach oben. Da muss ich mich von dort unten durchbauen, ne? So wie ich das sehe. Mit dir. Sehr gut. Weil die Schatztruhe hier möchte ich gerne haben. Ein Reisekochtopf. Okay, den haben wir schon. Und da komme ich eigentlich auch rein. Eigentlich komme ich da drüben auch rein. Dann könnte ich mich eigentlich hier nach oben porten. Da müsste ich sogar diese Sache mit dem Eis, überstanden haben eigentlich. Ja. Wo müssen wir denn weiter hin? Müssen wir da hin? Der Weg ist ein bisschen unübersichtlich. Okay, Moment. Hier oben gibt es auch bestimmt auch irgendwas. Wäre ein schöner Abschluss eigentlich für die Folge. Ja, hier gibt es aber nichts. Okay, da ist eine Insel, da ist eine Insel. Da ist so ein Konstrukt. Also fliegt mir erstmal... oh Gott. Nicht gut. Warte mal, da ist auch ein Schrein. Würde ich den jetzt sogar erreichen? Den würde ich sogar von hier erreichen. Ach Mann, das wollte ich gar nicht. Muss ich den ganzen Weg ja wieder gehen. Nymphlast Geheimquelle. Aha, Hebraberge. Okay.
Iwut-Ume Schrein. Da ist eine Geheimquelle. Warum ist da eine Geheimquelle? Ach, ich lasse mich mal ablenken von der Hauptstory. Das wird eine etwas längere Folge, denke ich mal. Oder auch nicht. Oh mein Gott, ich bin nackt. Großartig. Dieser Schrein bannt und läutet ein Übel aus vergessenen Tagen. Nur jenem sei der Zutritt gewährt, der kein Werkzeug in den Händen trägt. Es ist also alles weg. Nacktes Überleben. Nacktes Überleben. Okay, in welchen nehme ich zuerst? Den oder den? Konstrukte. Da drinnen sind auch noch welche, alles klar. Brauche aber auch irgendeine neue Waffe oder so. Komm mal her, ja. Sehr gut, die Holzpfeile nehme ich, aber immer noch nicht eine bessere Waffe hier. Okay, komm du mal her, ja. Die schießen mit Steinen. Okay, Moment. Ich brauche auf jeden Fall dein... Oh Gott. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Oh mein Gott. Okay. Der schießt mit Elektropfeilen. Das ist Stufe 14. So, Gott sei Dank. Hui. Den Schrein haben wir. Es sei dir erneut gestattet, Werkzeug zu verwenden. Okay. Super, mit einem halben Herz habe ich diesen Schrein überlebt. Das ist mal eine andere Art von Schrein. Ey, ich wollte das noch alles einsammeln. Okay, und da ist auch die Truhe, super. Hier ist nichts drin, na großartig. So, dann nehmen wir die Truhe noch mit, porten uns auf den anderen Schrein wieder. Und dann geht's weiter zurück. Ach nee, ich habe nur ein halbes Herz verloren. Gut. So, aber das Segenslicht nehmen wir definitiv mit. Aber die Frage ist, das war eine heiße Quelle hier. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Ja, ich möchte aber eigentlich die Hauptmission weitermachen. Das heißt, wir müssten eigentlich wieder nach oben auf den Schrein. Dann müssen wir auch den ganzen Weg nochmal gehen. Das Problem ist halt, ich bin halt da runtergefallen.
Was eigentlich nicht so cool ist. Okay, das ist die heiße Quelle hier. Da kann ich mich, glaube ich, heilen, ne? Den Schrein dort oben haben wir gemacht. Okay. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, im nächsten Part geht es nochmal von dem Schrein dort weiter. Und dann hoffe ich doch, dass ich nicht nochmal runterfalle. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.